Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer kleinen Alpenfarm am Tag. Mit dem Alois, dem Kevin, dem Sepp, der irgendwo da hinten hinter der Halle steht, und mir. Ja, Sepp ist mal wieder am gucken, was wir alles Ja, da haben. der muss schon gucken, was wir euch neu verkaufen können. Ja. Ja, mal schauen, ne? Also. Unsere günstige Rabattwoche gibt es eigentlich übrigens immer noch, ne? Ist jetzt keine Rabattwoche mehr, wird jetzt dauerhaft eingefügt. Also den Preisvorteil, Kauf 2, zahl 3, gibt's Geht immer. immer Ja. noch. Natürlich, ist ja klar wieder. Gilt ab sofort für immer. Ist nicht mehr nur Eventware. So, Kevin, du bist wieder über den Zaun gehüpft, anstatt hier das Tor aufzumachen, ne? Gibt's ja nicht. Unfassbar. So. Ja, dann Elfriede, nimmst du. Peter. Komm her, Bella. Gut, dann gucken wir mal. Deine Zicken, komm schön langsam. Wo ist da noch Rückwärtsgang? Ich habe ihn gefunden. Oh, alle da? Nee, nur Sepp noch nicht. Was dann? Ich bin schon am Rausreiten. Was macht ihr denn? Wir Wir sind sind schon über auf der der Wiese. Wiese. Ja, auf der Wiese seid ihr wieder über den Zaun gehüpft. Ich mach das erstmal langsam warm, das Mädel. Bisschen warm hüpfen. Ja, genau. Na gut. Das Teil hat gar keine Hupe. Das ist ja auch ein Pferd, du Nase. Solltest du ja wohl wissen. Ja, So. wir haben die immer noch nicht runtergebracht zum Landhandel, dass die eine Antenne einbauen sollen für den Funk. Ach, Kevin. Du musst ja auch nicht so Vollgas geben, ne? So. Dann würde ich sagen, wo wollt ihr denn hin? Ach, keine Ahnung. Ja, ich auch Mal hier nicht. ein bisschen über die Berge. Ja, komm, dann reiten wir mal hier hoch. Können wir mal gucken, wie weit der Hof ist oder was es da oben noch so gibt, so schöne Sachen. Boah, hat das Angst vor eurem Schild? Ich fasse es Ah, nicht. Imre, ich habe da eh noch ein kleines Attentat mal auf euch vor, einen kleinen Vorschlag. Okay, ich habe gehört, die bauen noch einen neuen Hof da oben. Noch einen neuen Hof. Ja, aber pass auf, wir haben ja auch noch eine Idee, oder ich habe eine Idee. Da bin ich ja jetzt mit dem Kevin am Diskutieren drüber. Und zwar ist ja hier die ganze Fläche, ne? Ich finde es ja sehr schön, aber wenn wir uns diese Fläche kaufen würden, wäre das verdammt viel Grünfläche, die wir hätten. Jo. Da kam mir die Idee, wir beantragen beim Kanton Bau von ein oder zwei Ferienhäusern mit einer anliegenden Straße, also quasi ein Neubauviertel, und vermieten die Sachen. So haben wir noch mal eine extra Einnahmequelle, ja, und können ganz gemütlich auch unseren Hof betreiben. Und, Okay. ne? Wir können auch sagen, so hier Ferienhäuser könnt ihr euch selbst versorgen, aber schön Urlaub in den Bergen. Na, viel weiter sind sie aber auch noch nicht gekommen hier, ne? Nee. Wir haben Und wenn jetzt man das so mal sieht, ein, zwei so Wochen ein haben sie eine bisschen, Pause gemacht, wa? ja, bisschen Verschandlung ist es schon, ne? Schön da so Ja. reingeknallt, ob die so viel nötig haben, aber lass die mal machen. Ja. Aber kann man Gas geben. Große Hofflächen sind immer wichtig. Ja. Aber was ich ja schön finde, ist echt der Ausblick von hier auch, ne? Aber ich Jo. muss ja sagen, da habe ich meinen Garten ein bisschen lieber. Vor allem, wenn ich mir das Haus angucke hier. Mitten auf der Fläche. Das sieht man doch. Man sieht doch alles von unten. Das, also, ne, weiß ich nicht. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil du kannst von hier echt weit gucken. Ja. Ja, das kannst du, aber man kann auch von unten alles sehen, ne?
so ein bisschen. Ach, oh, das haben wir überall, ja, ne? Aber wer guckt denn großartig hier hoch? Nachbarn hast du hier keine. Außer uns. Ja, ihr seid ja aber auch ein ganzes Stück weg. Ja, das stimmt wohl. Ja. Hier, Karl Wilhelm hat die Trecker schon wieder voll. Naja. Ja. Wo ist denn euer Karl Wilhelm? Hier geradeaus. Plan 24 da unten. Ach ja. Oh, Karl. Oh, was habt ihr denn hier Schönes drauf? Kartoffeln oder Rüben? Kartoffeln. Oh, habt ihr mittlerweile Schweine oder was? Nö. Wir haben Schwein gehabt, aber wir haben keine Schweine. Wollen wir auch nicht. Komm her, Peter, bleib hier. Alter. Vielleicht soll ich nächstes Mal den Zügel ein bisschen näher anziehen. Ach ja. Trainieren schon mal. Und wo sollte der andere aufgebaut werden? Hinten links. Da hinten links. Also auf der anderen Flussseite? Mhm. Ah, ich glaube, ich sehe da hinten was. Da wurde ja, schon genau. Was abgetragen, ne? Bei den Bergen. Mhm. Da baut nicht zufällig der Elias sein Vater was hin? Nee, die haben das Haus ja wieder verkauft. Ja. Ich hab's schon gehört. Kevin, bist du eigentlich auf der Flucht, oder? So? Kevin kann nicht gemütlich reiten. Nee, ich glaube auch. Sieht schöner so im Trab. Dazu kommt. Dann lass ihn doch kommen. Ja, ich weiß noch nicht, wie Bella darauf reagiert. Ich bleib noch ein bisschen mit Abstand weg. Ist er durch, ja. Ja, ist durch. Jetzt kannst du Kniegas geben. Kevin muss auch immer auf der falschen Seite reiten, ne? Ja, dass der Gegenverkehr mich sieht, dass man hinten reinfährt. Weiß ja, wie sie alle sind. Du läufst auch nicht auf der Fahrbahn, wo die Autos von hinten kommen. Ganz einfach. Wir haben an der Pferdeschwänze Katzenaugen gemacht. Ja. So, einmal das Pferd voll tanken. Ja. Ja, genau. Bringst du noch ein paar Chips mit? Hier haben sie ja. Hafer hier hinten. Siehst du, haben sie stehen hier. Was zu trinken? Ja. Ruhig da, auf so ein bisschen. Ja, alles gut. Gut und weiter. Die Karawane zieht weiter. Opa. Gibt's hier aber noch irgendwo eine alte Kutsche bei irgendeinem? Nee. Hier steht aber auch einiges an Geschäften so ein bisschen leer, ne? Ja, hier ist halt nichts los, ne? Ja. Erst wahrscheinlich in den Wintermonaten wieder, wa? Jo. Die Saison wieder losgeht. Ja, eben. Oh. Was macht die Lampe denn hier? Lampen. Die Friede mag keine Lampen, hä? Nee, die mag keine Lampen. Aber da war ja Günther. Mach mich mal lieber hier ins Gras. Besser für die Hufe. Oh, hier müssen wir aufpassen, hier sind Kinder. Ah. 5,5 Tonnen Durchfahrt verboten. Aber auch gerade so. Gut, dass wir reiten, ne? Ja.
Also sind doch echt schöne Häuser hier und die gefallen mir. Ja. Eindeutig. Und schöne dabei. Und egal, ob die mit den Holzhäusern da oben oder hier unten, die sind alle schön. Schon echt sagen. Eindeutig. Also sehr schöne Gärten und so. Ja. So, hier, Schneekettenpflicht, habt ihr alle Schneehufe drauf? Ja. Ja, haben wir. Ich hätte viel gleich einschneien. Aber jetzt mal hier. Ohne Flachs, ne? Den Bau hätte ich nicht gekauft, nicht freiwillig. Ja, die auch nicht, deswegen haben sie ihn ja wieder verkauft. Ja, die haben gemerkt, was für Arbeit ist. Also ganzen Elektro, alles neu gemacht werden muss, ja, Heizung. Guck mal, die Wand, die davon ist schon eingerissen. Die müssen sie sowieso komplett wegnehmen, das Mauerwerk ist morsch. Das ist durch die Hitze. Ja. Durch den Brand, die hatten Schornsteinbrand. Ah. Den haben sie zwar schon aufgemauert wieder, aber... Ja, das dauert ja dann noch. Die haben hier Garagen hier unten drin, das ist auch nicht schlecht. Das ist cool, ne? Reitet über die Garagen drüber her. Ja. Aber doch, die Häuser sind schon echt schnieker hier. Ja. Kann man nicht anders sagen, also echt schick. Ja, ich glaube, das sind ja auch Ferienhäuser hier, ne? Ja, das sind ja nicht nur Ferienhäuser, das sind bestimmt so. Also, diese Wohnung mit bei, ja. Ja. Noch 10% Steigerung, jetzt geht's hoch hier. Viele haben das für einen Eigenbedarf und Vermietung und viele haben rein Vermietung dabei. Ja. Ja. Der Ausblick nach hinten ist natürlich doof, wenn du hier Ferien machst. Du guckst gegen die Steinwand. Die Wand, ja. Ah, guck mal, da sind sie am Poppen. Mann, gibt's da nicht, ey. Oh, man kann sogar unseren Landhandel von hier sehen. Ja. Ja, unseren Hof auch. Wahnsinn. Stimmt. Aber doch sehr, sehr schön. Lass uns hier rechts ins Grüne wieder. Ja, genau. Genau. Lass uns hier lang. Als die blöde Straße ist ja doof. Wo ist der Kevin eigentlich? Falsch abgebogen. Guck mal, hier ist der Biergarten, ne? Hier unten, Sepp. Biergarten? Ja, da ist der Kevin. Kevin muss natürlich direkt mit dem Pferd wieder in den Biergarten rein. Ja. Hier. Ah ja, stimmt. Haben die denn mit dem Haus gemacht? Ach, da sind diese Schindeln. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, was haben die denn Schindeln eingekettet? Ja. Ah, hier vorne ist auch. Die sind weiß gestrichene. Oh. Ah, ne, das sind die Holzschindeln, sind das. Mhm. Weiß gestrichen. Oh, da guck mal. Michel. Das eben wäre. Guck mal, oh. Oh, ja, das ist aber. Mal, ein sehr vornehmes. Oh, schick. Also auch mit dem. Mit dem kleinen Park hierbei, ne? Ja. Also sehr nice gemacht. Ja. Aber ihr müsst mal auf die Leute achten. Warum? Ja, komm mal her. Jetzt gleich hier. Die fangen gleich an. Die können gleich schweben hier über die Kreuzung. Warte. Tatsache, ich sehe es. Siehst du? Guck mal. Die schweben. Ah, jetzt Mensch. Runter. Weißt du, was ihr alle habt? Hier, da kommt Helium aus dem Boden. Ja. Da hinten die auch, die Dame. Die war auch gerade am Schweben. Ja, komm, wir machen weiter. Aber eine Aussicht ist der Hammer. Ja, das lässt uns noch ein paar Minuten. Ja, der Ausblick ist super, ne? Ja, also echt Bombe. Sehr schön. Kevin, wo willst du wieder hin? Das ist kein Geländepferd.
Mann. Kind, pass doch mal auf. Na, es gibt doch keine E-Pferde, Kevin. Nee. Oh, was ist das? Was ist das denn hier? Was? Das ist der Jader. Das ist unser Jader. Genau. Oh ja, was? Der Jader, zum Holz machen. Zum Holz machen. Ach so, ja, okay. Könnte dann den Holz hier mit hochziehen. Der Katze oben dran. Ja, genau. Da kannst du den Wald ausdünnen. Und musst nicht komplett los und kriegst da so vernünftig Berge hoch. Ah, okay, ja, sehr schön. So. Lass uns mal hier an der Straße lang rein. Oder hier so hier ein Stück Querfeld ein und dann können wir da hinten noch hoch. Bis nach oben hin. Hier war irgendwo. Guck mal, hier ist ein kleiner. Ne, doch nicht. Das ist wie ein kleiner See, aber das kam von den Blumen. Ja. Irgendwo hier war noch eine Kneipe gewesen. Aber ich weiß. Die ist ganz oben. Weiß nicht mehr, wo die war. Guck mal. Ganz da oben. Okay. Ah, da warst du schon mal 3 Stunden mit der Ape hin oder wie ich sehe. Da oben doch nicht. Ah, da hinten, da hinten rechts zwischen den Bäumen sehe ich den neuen Hof. Hinten rechts zwischen den Bäumen? Noch einer von denen. Okay. Oh, Sepp, guck mal, unsere Wickelballen liegen hier noch. Die müssen wir vielleicht mal einsammeln. Die weg. Sollen wir euch dabei helfen? Ah, die laufen ja nicht weg. So sieht's aus, sind ja extra gepackt. Alles gut. Aber da haben wir noch einige liegen, ne? Beimal fahren oder was mit dem Wagen. Ah. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, einmal 8, 9, fahren. 10, 11. Einmal fahren sogar nur. Ja. Reiten wir hier mal links bei der Straße hinterher hier. Ja. Bin euch aber abgehaut, oder? Was? Bin euch aber abgehauen, oder? Nein. Ja. Eben nicht. Ich dachte, du gibst jetzt mal ein bisschen Gas hier. Nö, warum? Da oben ist die Kneipe. Oh, sehr schön. Ja, natürlich reitest du wieder Vollgas vor, ne? Das ist so schwierig. Abbiegen hier. Da ist nichts schwierig dran. Kürzen sie irgendwie. Ja, der Pferde geht das ja, ne? Ja. Wäre zum Glück Allrad. Nee, du meinst Allbein. Ja. Allbeinantrieb. Allhufantrieb. Allhufantrieb, genau. Mit 1 PS. Ja. 1 PS, 4 Hufantrieb. Boah. Ach, da hinten, okay, ja. Hier geht's ordentlich hoch. Ich glaube, hier muss man mal, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieses Serpentinenfahren das, oder Reiten jetzt auch ist ja sehr, sehr schön. Ja. Also kann ich nur von der Aussicht her, man muss halt langsam gemütlich fahren. Na, ich war ja du musst dich halt echt nicht vergucken, dann wird es gefährlich. Also früher ja. Im Urlaub bei mir war es ja so, wenn ich meine 3 Wochen Ferienfreizeit hatte, da waren wir auch in Italien schön auf dem Bauernhof und ich muss echt sagen, schon sehr, sehr, sehr schön. Boah, dann von hier kannst sogar Felsbrunnen sehen. Einen. Jo. Wow, das ist ja ein Felsen sein. Ach du. Ja, genauso wie hier, wo wir gerade hier hochgeritten sind, ne, wo sie die Straße durchgeschlagen haben. Wo müssen wir jetzt hier hoch? Hier, zweite links. Ich glaube, hier hoch, glaube ich, geht's zu der Kneipe. Ah, ja, cool. Den ersten hier. Ah, da oben, wo der Kevin ist. Ja, ja, da wo der Kevin. Ja, genau, ja, da wo der Kevin schon Kevin wieder muss sitzt. Wieder was saufen, muss wieder trinken gehen. Aber denk dran, nur Fanta. Geht's auch schon wieder gleich 10% Steigung. Das ist hier Berge hier wie Sau hier oben, ey. Ja, aber ich find's schön. Ja, doch, also sehr, sehr schön gemacht. Das hier ist wirklich schon oberstes Gebirge hier mit den so steil wie. Guck mal, wie steil der Weg hier ist. Ja. Das ist wohl wahr.
Wahnsinn. Oh, hier wohnt schon, ey, hier steht ein Auto. Auto steht hier schon, jo. Ja, nicht schlecht, also. Großen Kuhstall. Ah, Silo da, da vorne in der Halle. Ja. Und der Ausblick. Wahnsinn. Oh ja. Der ist aber echt Wahnsinn, der Ausblick. Oh Bella, ruhig. Keine Panik, okay? Ja, Bella mag das nicht, ne? Nee. Er hat Höhenangst. Also, ich muss ja sagen, hier möchte ich mal gerne hochfahren. Einfach nur mal mit dem Auto die Serpentinen schön hoch. Also das ist doch echt Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Wow, jetzt aber auch noch, hier müsste mal was hinmachen. Ja, die sind noch nicht fertig, hier kommt bestimmt noch ein Zaun hin oder so. Ja. Ja. Aber doch sehr, sehr schön. Der landschaftlich echt wirklich der Hammer. Mhm. Ja, meine Freunde. Wie viel Wiese man hier überhaupt hat, ne? Ja. Meine Freunde. Mit diesem Ausblick. War es das am Dienstagabend noch nicht ganz? Richtig. Denkt dran, nachher, Livestream-Aufnahme. Richtig. Gesund. Genau. Aus und das Ganze nach dann. Neun wieder. Nicht nur 3 Folgen. Nein, wir machen geschlagene. Marc. Wahrscheinlich 6. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 5. 5 okay. Folgen nehmen wir am Mittwoch für euch auf. Dienstag. Für Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Genau. So genau. Sieht's aus. Also könnt ihr euch schon mal merken, dann gibt's auch nächste Woche Freitag keinen Livestream, sondern erst am Sonntag wegen Neujahr. Genau. Genau. Also Sonntag dann Livestream und dann natürlich. Ich gehe mal davon aus, Sepp und Michel werden wahrscheinlich auch noch irgendwie Silvester was machen. Das könnte ja, wirklich tagsüber, passieren. Ich weiß nicht, ob um 12 oder so, aber das wird sich alles ergeben. Vielleicht gibt es ja noch eine Special Edition, dass die einfach ein bisschen ETS fahren. Schauen wir mal. Eins weiß ich auf jeden Fall. Vielleicht nur Just Chatting oder irgendwas. Wenn die beiden was machen, dann weiß ich nicht, ob. Dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, weil ich dann nämlich zwischendurch auch zugucken werde. Und die werden es nämlich definitiv mir verraten. Von daher verabschieden wir uns für heute. Wir sehen uns dann nachher wieder beim Livestream. Und wir wünschen euch dann erstmal noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss. Genau, bis dann. Tschüss.